Mit unseren Hunden verbindet uns eine enge und ganz spezielle Zuneigung. Ein Haustier zu betreuen bedeutet aber auch, eine besondere Verantwortung für die Pflege und gesundheitliches Wohlergehen zu übernehmen. Aber die Notwendigkeit einer Tierzahnbehandlung wird nur von etwa einem Fünftel der Tierbesitzer erkannt. Die Gesunderhaltung des Gebisses ist für Ihr Haustier genauso wichtig wie für uns Menschen. Auch hier ist Vorbeugen besser als Heilen. Als Tierhalter sollten Sie das Gebiss Ihres Hundes regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, untersuchen. Heben Sie vorsichtig die Lefzen hoch und inspizieren Sie die Backenzähne, die Eckzähne, die Schneidezähne und das auf beiden Seiten. Schauen Sie, ob am Zahnfleisch Schwellungen sind, Rötungen, Verfärbung, vielleicht sogar Blutspuren. Achten Sie auf den Maulgeruch und prüfen Sie auch, ob eventuell sogar abgebrochene Zähne vorliegen. Viele Schäden können auch Sie problemlos selber erkennen und den Tierarzt aufsuchen. Zahnerkrankungen entwickeln sich meist langsam, aber kontinuierlich. Bakterien besiedeln die Belege und verursachen Entzündungen des Zahnfleisches, später auch des Zahnhalteapparates im Bereich der Zahnwurzel. Die größte Gefahr dabei ist allerdings, dass die sehr aggressiven, typischen Zahnbakterien auf dem Blutwege durch den gesamten Körper geschwemmt werden und in anderen Organen, vor allem an den Herzklappen, schwere entzündliche Komplikationen auslösen können. Besonders wichtig ist die regelmäßige Gebisskontrolle, erforderlichenfalls auch Zahnreinigung oder Behandlung in der Tierarztpraxis Ihres Vertrauens. Bei den meisten Tieren ist eine jährliche Kontrolle ausreichend. Kleinrassige Hunde sind meist stärker betroffen als große Hunde. Wenn Sie das Gebiss Ihres Hundes lebenslang gesund erhalten wollen, sollten Sie Folgendes beachten. Beginnen Sie mit der Zahninspektion und Zahnpflege bereits im Welpenalter. Am effektivsten ist ein tägliches, wenigstens aber regelmäßiges Zähnebürsten. Benutzen Sie niemals humanmedizinische Zahnpasten. Diese sind ungeeignet und schädlich für Hunde. Auch die Zahnbürste sollte ein Veterinärmodell sein, nur sie verfügt über die korrekte Kopf- und Borstengröße. Ersatzweise kann man auch eine Fingerbürste benutzen. Der Tierarzt berät Sie gerne. Die Reinigung selber machen Sie vorsichtig unter Anheben der Lefze, spielerisch mit leichten reibenden Bewegungen. Sprechen Sie mit dem Tier, beruhigen Sie das Tier und achten Sie darauf, dass Sie alle Gebissabschnitte erreichen. Das schaffen Sie mit etwas Geduld und etwas Übung nach einigen Wochen völlig problemlos. Hinterher bekommt der Hund ein kleines Leckerli und alle sind zufrieden. Interessanterweise denken nur ein Drittel der Tierbesitzer, die eine motivierte Zahnpflege betreiben, an die Vorteile einer zahnschonenden Tierernährung. Die Fütterung von Zahnsteindiäten senkt die Plaque- und Zahnsteinbildung deutlich herab und führt zu nachweislich verbesserter Zahngesundheit. Die Zahngesundheit Ihres Hundes ist von erheblicher Bedeutung für seine Gesamtgesundheit. Und es liegt in Ihren Händen, dafür Sorge zu tragen. Ich empfehle Ihnen, ein- bis zweimalige jährliche Zahnkontrolle bei Ihrem Tierarzt und, falls erforderlich, die Durchführung einer professionellen Zahnreinigung. Pflegen Sie regelmäßig das Gebiss Ihres Hundes durch Zähnebürsten oder Kauspielzeuge und unterstützen Sie die Zahngesundheit mit einem abrupten Futter wie Eukanuba, das Plaque- und Zahnsteinbildung reduziert. Es ist leichter, als man denkt, das Gebiss des Tieres lebenslang gesund zu halten, und es ist billiger, als man glaubt. Nur wenige Minuten täglich für die Zahnreinigung genügen, um Ihren Hund gesund und fit zu halten. Das ist es wert. Ihr Lohn ist ein langes, fröhliches und aktives gemeinsames Leben.